Der coolste Tribe in Ark hat sich mal wieder versammelt. Fluffomonen und ich wollen das erste Mal in Asa so richtig abgehen. Unser Ziel? Eine der besten Caves in Ark claimen und den gesamten Server leer raiden. Jetzt geht es los. Es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. So, es lädt, es lädt, es lädt. Wir spawnen direkt. Hallo, ich bin der Mann. Ich mache jetzt einfach nur schnell, ich nehme mich nur Power, ich habe jetzt keine Zeit für Namen. Jungs, ich bin drin, ich renne jetzt gleich, ich renne gleich, ich renne gleich schon. Wie seid ihr, wie seid ihr? Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Engramme lernen, lernen, lernen. Thatch Foundation, mehr kann ich nicht. Da bewegt sich schon was, oh mein Gott. Bin tot. Von was? Fallschaden. Der Server hat frisch gestartet und es sind insgesamt 90 Spieler auf der Map. Ich wollte schnell sein. Ich hatte Hektik. Lol, jemand spawnt ja, in mir. Alter, ich habe die übelste Zombie-Geburt. Hast du Foundies drin? Ja, ja. Alter, krass. Ich habe einen Crash. Ja, mein Charakter ist so fett, den kann man nicht übersehen. Also wenn da irgendwer reingeht, der sieht mich. Ja, ich hoffe, der Nächste, der reingeht, bin gleich ich. Oh nein. Ich wurde vergiftet. Ich schlafe ein. Von der Schlange. Ich bin wieder tot. Ich lieg vorm Cave-Eingang zwei Schlangen. Ey, ich kratze ab. Fluffo, wie sieht's aus? Ja, wie soll's aussehen? Bist du tot, oder? Nö. Wir machen so, ihr invitet euch dann, wenn's geht. Fahr mich jetzt hoch, PvP ready und komm dann als Fighter dazu. Ich mach jetzt einen Note-Run direkt für uns. Okay, sie sind hier alle beim Note, bei der Two-Times-Note. Da ist jetzt zum Glück eine Treppe hoch. Okay, Level 82, ich kill mich, spawn näher bei euch, fahr mir PvP-Kit und komm zu euch direkt. Junge, ich speedlerne gerade so durch, ne, als hätte ich nie was anderes gemacht. Das ist so geil. Sehr geil. Ich mach Bolas und alles, ich mach mich ganz PvP-ready. Hier ist noch ein Player gestorben, ich hab ihn gelootet. Und ich komme jetzt angeflitzt, ich hab Full Leder, Bolas. 100 Meter, müsstet mich gleich einmal inviten. Invite, 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 muss mergen. Okay, gehört das jetzt noch mir auch? Ja. Okay, gut, Jungs. Haben wir schon einen Double Airlock? Nee, noch nicht, nein. Ein Steingate, zweites Steingate. Okay, hier kommt noch ein Gate hin. Ich bringe auch noch ein Gate mit. Hier kommt noch ein Gate hin. Stone Foundation sitzt. Ich farm vor der Cave Stein. Jungs, und jetzt muss es schnell gehen. Und jetzt muss es schnell. Jetzt dürfen wir nicht ins Stagnaten kommen. Archie, Petri oder Anki müssen wir holen. Ich geh auch nochmal raus farmen. Ich mach grad Stein, mach du mal Holz ohne Ende. So, Fleisch. Ich splitte Fleisch. Narkobeeren haben wir hier 500er. Dann mache ich auch nochmal 3 Öfen. Und ich mache 10 Triangle Stone Foundations. Okay, stehen. Ich mache hier an der Decke in der Cave Foundations, dass man mit einer Arthur nicht ganz so schnell hier alles geklärt kriegt. Weil das kann halt sein, ne? Dass welche Arthur-mäßig rushen und uns hier rausraiden wollen. Ich hau schon in den ersten Ofen mit Metall an. Ich mache die ersten Poison Arrows und versuche irgendwas zu tamen. Ich hab schon mal ein bisschen Metal auf der Tash. So, ich habe jetzt für den Tribe mal die Cave markiert. Ihr müsstet jetzt alle einen Rally-Point sehen. Oh. Gut, ich gucke jetzt, dass ich mal ein PT oder irgendwas finde zumindest. Argentavis wäre halt top-OP, weil damit können wir den Frosch direkt picken. Dann haben wir auch Zement und Perlen. Hier ist ein Fiom, ja. Ich überlege, ob ich für den Tame gehe für Early Crop-Plots. Ich schieße gerade auf ein Fiom, ja. Liegt. Alter, ich habe hier eine ganze Familie am Arsch, Digga. Was ist das? Fiom ja ist. Whistle Passive Comedy Base. Das ist ja, mega gut. Lol. Da steht da so der übelst fette, als ob. Ich bin genau wie so ein Fiomia. Ich mache jetzt direkt Kompost-Bins. So, Düngerproduktion mal hier hin. Fiomia scheißt durch. So, Dünger wird produziert. Ich bin echt überlegen, ob ich mich erstmal nochmal hinlege. Das Baller nee, nix also ist. Wir haben nicht mal eine halbe Stunde gespielt. 50 Minuten. Junge, wir haben nicht mal 50 Minuten gespielt. Noch nicht mal die Stunde und du willst gehen. Ich hab den Spot geclaimt. Was können wir uns davon kaufen? Unser Dünger läuft voll. Wir machen es so, ich farme jetzt wieder für Large Crop Plots. Ja gut, ich guck mal, wie es so in einer Stunde ist und dann alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis später. Jo. Und so setzte sich die Saga des Fluffos fort. Diesmal muss man ihm aber lassen, er hatte wirklich Kopfschmerzen. Nicht so wie beim letzten Mal. Können wir dich allein lassen, schaffst du es? Ja, ich bin fast überlegen, ob ich ins Bett gehe. Och, Fluffo. Oh, ja. So, ich mache jetzt noch eine Fuhre Holz. Boah, aktuell macht jemand nur ein paar Granaten, ne? Ja, ja. 11 Stück könnte ich machen. Ich mache mal erstmal 6 und dann noch ein Steingate. Vielleicht so. Ja, schließt sogar ab. Ein paar Sekunden noch, dann ist der erste PT fertig. Da ist der Frosch, da ist er, ich habe ihn. Frosch gebolert. Hit. Ey. Das ist ein dummes Drecksviech. Da war noch ein zweiter, den versuche ich direkt auch zu getten. Das Sarko rennt jetzt straight up auf meinen Frosch zu, warum? Oh, da hinten ist noch einer. An einer guten Posi. 135. Wie los, ich habe Nachladebug. Bitte krieg dich. 135 wäre big. Schmo, ich bräuchte Hilfe. Ich schaff den sonst nicht. 4 Pfeile noch. Sieben. Er ist frei. Nee, das waren alle. Fuck. Ich komme gleich. Ja, es bringt ja. Lol, letzter Schuss. Ich hatte noch einen Pfeil im Bogen geladen, Schmo. Hab einen. Frosch 1 drin.
Kannst du den weiter reinwhisteln noch? Ich muss zum zweiten. Frosch ist fertig, ich komme jetzt. Okay, Schmu, ich würde jetzt sagen, ich nehme einfach mal den schlechten Frosch und gehe mit dem Perlen und Öl holen. Ich will nicht fighten, heißt, ich mache mir auch Scheiß auf Rolas. Ich will nur looten. Okay, sieh mir auch eine Mission. Nächster Weg zum Strand, den nehme ich. Zack. Ich mache erst, bevor ich Öl mache, ich mache direkt eine Fuhre Zementer. Wieso treffe ich keine Mega-Neura da? 200 Zement geben, 5 so Dinger. 280 Zement ist okay. Boah, ich muss nochmal schnell pinkeln, bevor ich meinen Run starte. Ja, mach ruhig. Inzwischen pinkel ist immer gut. Ist die Foundation von uns. Bis gleich. Hier ist eine fremde Foundation. Oh. Wir werden attacked. Wir werden sowas von geradet. Full Flak. Die schwitzen safe auf Granaten und ballern dann rein, ey. Wie lösen wir das? Mit mehr Gates? Wir sollten uns auf jeden Fall auch equippen dann jetzt. Das könnte crazy werden. 18 Metal haben wir. So, ich habe nochmal ein paar Bolas. Für Flak reicht's gerade noch nicht für meinen Geschmack. Shit, aber wir müssen uns jetzt so gut es geht ready machen. Bin wer da? Bin wer da? Draußen ist einer mit Flak. Vor unserer Base. Ja, ist mir gerade fast hinterher mit Bola in den Eingang. Der war ein Meter vor der Tür, da habe ich sie zugemacht. Also die haben auch eine Foundation rechts geplaced. Die Wichser. Stein? Ja. Ich sehe noch zwei weitere Triangles vor unserer Base. Ich gucke, ob weitere Foundations geplaced wurden. Ja. Ich gehe raus. Komm, die contesten uns. Warte. Toggle Photo Mode. Ja, die haben auf jeden Fall schon Flak. Die preparen für Nades, ich sag's dir. Dann hol ich jetzt Öl und Electronics. Und du willst Zement. Öl und Electronics. Nee, Zement habe ich schon. Ich wollte jetzt Öl und Perlen holen. Ich hab, ja, okay, dann, gut, dann mach das. Dafür habe ich ja den Frosch. Besser wäre Metal eigentlich. Alter, wir werden so weggenadet, ich sag's dir. Man macht schnell Nades halt schneller als Turrets leider, ne? Da können wir nichts machen, außer jetzt so schnell halt, aber machen wir außer die ganze Prey. Zeit. Genau, hoffen, dass sie langsam sind und wir schneller einen Turret abhaben. Wir müssen nur jetzt, du machst die Tour und ich versuchen, Agentavanten zu kriegen. Oh, das ist doch geil, Impact Drones. Noch eins. Also ich bin im Wasser, ich searche jetzt. Ich werde jetzt nicht unendlich Perlen holen, ne? Ich werde so viele Perlen holen, dass wir ein Turret machen können oder zwei. Warum kann ich hier nicht bauen? Weil es laggt, mein Oxygen füllt sich auch nicht auf. Jo, dann ist der Frosch tot und ich auch. Ich glaube Crash. Jo. Oh ja. Ja, wunderbar. Lebe ich noch? Ich bin tot. Och Junge, ist das dumm. Nee, Beelzebufo was killed by a Megalodon. Zum Glück bin ich mit dem Schlechten losgegangen. Hier ist ein anderer PT. Hab ihn. Ich lass ihn fallen hier. Ist tot. Hast du eine Bola? Nein, ich hab nix. Gar nix. Ich bin da gerade eben gestorben am Crash. Der PT folgt mir. Dann lock ihn weg einfach. Bring ihn weg. Ich geh jetzt los. Ich muss... Hier, komm mal hier. Komm mal, Simi. Hier ist ein Buddy. Hier ist ein Buddy. Hab ihn. Yo! Frosch halb... Alter, Digga, das gibt's nicht. Komm, aber jetzt krieg ich Perlen. Perle 1... Perle 2, Öl noch, Quallen getten mich, aber ist egal. Alles egal, solange ich Öl krieg. 10 Öl aus 20 Hits, ich kann es ja nicht mehr farmen jetzt, weil da alles mit Viechern ist. Wir versuchen so schnell wie möglich das erste Turret hochzukriegen. Um unseren Höhleneingang rum haben gegnerische Tribes bereits angefangen, Foundations zu spammen. Auf uns wird geschwitzt. Die haben ja auf jeden Fall überall rum gespammt. Frosch ist safe, Simi ist safe. So, Gunpowder ankicken. Crystal kann ich auf dem Weg auch noch besorgen. Das wäre big, dann hättest du alles, ey. Dann wärst du der Ultimate Progress Maker hier. Silica Pearls sollte ich auch noch mitbringen, ne? Ja, aber habe ich. Wünsche mir Glück. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Und ich würde gerne eine Plant X ganz schnell suchen. Okay, ja, produzierst, also du kannst du schon... Gunpowder läuft, ich gehe jetzt gerade Plant X suchen. Komm, hier müssen doch mal welche sein. Ich bin so deep drin. Komm. Hier hat auch wer gespammt. Die Bude ist neben uns. Die haben eine Bude neben uns, ja. Dann mach schnell das Turret. Ja. Ich bin gerade dran vorbeigeflogen. Wir müssten ja jetzt alles dafür haben, oder? Ja, ich habe nur, glaube ich, keine Level dafür. Und 2x2 haben die da stehen. Wollen wir es direkt sprengen gehen? Wir haben nichts. Mach erst das Turret, please. Wir haben nicht das Zeug, glaube ich, jetzt, um da... groß irgendwie C4 zu machen. Ich hab's doch. Ja, geil, Junge. Bin tot. Es fehlt nur noch Electronics. Haben wir schon Gasolin? Ja, wie gesagt, Jen ist an. Simi, die sind halt direkt draußen vor der Tür, bauen die, ne? Echt jetzt? Ja. Ja, dann schnell Turret ab und go. Nimm dir mal ein bisschen Gear, dass du ein PT killen kannst. Bola, PT, ich nehme auch schon. Okay, aber wir gehen erst los, wenn das Turret steht. Ich hab keinen Bock auf... blödes Timing. Was fehlt noch fürs Turret? Metal. Pest, Metal. Hol schon mal. Turret crafted, ARB crafted. Du rein. Wir machen only Survivors. Ja. Du musst dann sagen, wo die sind. Direkt rechts raus und dann so ein bisschen so ein Stück Klippe hoch. Ich nehm PT mit. Ich guck mal kurz, unser Turret ist nicht geil, Schwu. Setz das Turret hier hin, wo das Ding steht. Ich mach einen Pincode. Machst du hinter mir zu? Ja.
Direkt Bolan das Viech? Haben die einen Archie auch? Nee, ne? Sehe ich nicht. Und killen. Die haben hier eine Secret Wall. Pass auf, der ist draußen mit Pike. Ja. Ärger ihn. Ich gehe weiter auf den PT. Er ist Level 109. Trag ihn weg. Hab ich. Ich lasse ihn fallen gelassen. Aber nicht hier. Hab ihn. LOL, wo fliegt die hin? Die ist voll nach rechts geflogen. Hier sehen wir das Ganze nochmal etwas veranschaulicht. Mein Fadenkreuz zielt genau unter den Gegner und meine Bola fliegt nach rechts. Er will bolern. Lass dich nicht bolern mit dem Pete, der ist uns auch tot. Er kommt mit Metal Pike. Ja, warte, halt ihn einen kurzen Moment auf, ich komm sofort wieder. Ich komm wieder. Ich sehe ihn nicht. Hinter mir, hier. Ist gemarkert. Hat noch einen Hit gekriegt. C-Spin ihn. Nee. Noch ein Hit. Der hat 33, der muss irgendwas, glaube ich, nackig haben. Noch ein Hit. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht. Hast du ihn runtergenockt? Er ist in der Base. Ja, fuck. Okay, Schuh. Ich gehe in die Base. Boah, der burnt auch Metal da drin. Ich guck, was sich machen lässt, Schuh. Unser Metal ist völlig durchgeburnt. Ja, er ist jetzt unten erstmal wieder. Ja, fuck ihn ein bisschen ab. Trag ihn weg. C4. 50 Electronics kostet der Detonator. Nee, wir haben nicht genug Pearls. 12 Granaten kann ich machen, Schuh. Und du musst ihn aber nicht umbringen, sondern an den Arsch der Welt bringen einfach, ne? Das ist, wenn er die Metal Pike auspackt, gar nicht so einfach. Ja, okay. Ich mach mir jetzt Flak. Alter, du hast Flak an. Ja. Das hört man. Ich sehe niemanden. Wir könnten auch jetzt einfach sprengen, ne? Noch eine? Nee, ist. Nee, wirf rein, Granate. Fliegt. Wo ist dein Bett? Links. Kannst du es kaputt werfen? Oder piken? Ich werf eine Nate rein. Und auf jeden Fall keiner raus. Okay, du musst jetzt Deckung halten, gut. Ja, mach ich. Ich hoffe, ich werde nicht weggegrabt. Ich mach die Wetten. Ist alles gelockt, alles andere? Sehen wir gleich. Guck nur, dass jetzt keiner zu mir reinkommt. Ist nichts gelockt. Ich take all auch seine Öfen. Okay, du hältst Wache. Ich lass den PT dann kurz hier. Nee, whistle den. Lass ihn bitte nicht da stehen. Vorsicht, Schlange. Hab's gehört. Vor unserer Base mit Bolas. Er ist hier, Schmu. Oh, ja, ich seh vor ihn. Unserer Base, hab ihn. Ich hab ihn auch gebolert. Ja, ich hab ihn in der Luft. Lass ihn doch fallen. Er fällt. Er hat's überlebt. Hab ihn. Sehr geil. Take all, bin zu schwer. Fuck. Schlange. Fuck. Stimberries rein. Ich geh jetzt erstmal rein. Perfekt. Ich bring die Sachen kurz weg. Das war aber gutes Zeug, ey. Der hat sogar Plant X, Junge. Crystal Metal auch sehr, sehr viel. Also, das hat richtig was gebracht. So, Granaten. Sehr geil, Simi. Ich kann's nicht take-on hier. Okay. Hier kommt er. Ich wurde gegrabt. Das ist schlecht. Ich gehe auf den guten PT. Ja. Er bringt mich weg. Er lässt dich fallen. Hast du einen Parachute? Ja. Er grabt dich? Ja, ich hab Parachutes. Alles gut. Kannst du ihn grabben? Oh, was? Wie war das kein Grab? Ja. Alles gut. Ich hab Parachutes. Er kann so fliegen, wie er will. Junge, so knapp, das gibt's nicht. Er spinnt dich. Er dürfte aber nicht mehr viel Stump haben. Ich bin Broken Bones. Hab ihn geloost. Keine Ahnung, wo er ist. Irgendwo hier im Wald. Bist du das vor mir? Ja, ich muss kurz Stump tanken und Sachen ablegen. Der PT ist überladen schon, der ja, hier. Ja, mach mal. Er hat wieder zugebaut. Wo ist er? Einer unter dir. Er sieht mich, glaube ich. Fuck, kein Hit. Er hat dich gebaitet. Hab ihn. Lass ihn fallen. Hab kein Stamina mehr, ich muss jetzt. Wie war das? Keine Bola. Bist kurz alleine? Hab den PT gebolert. Perfekt. Er will mich bolern. Kurz durchhalten, ich komme. Ja. Hab keine Bola mehr. Komme. Wo bist du? An seinem PT, hier. Jo, sehen. Er hat mich. Ich pike einfach. Er hittet mich. Ich hab ihn. Sehr gut, ich pike weiter. Ich bin noch gebolert. Trag ihn weg von mir. Bin frei. Ich mach sein PT, der ist gleich down. Halt ihn noch ein bisschen, ein bisschen. Hab ihn wieder. Er pfeift ihn. Nein. Ja. Der PT ist 1 HP. Junge, der ist 1 HP. Guck dir das an. Er hat ihn gepfiffen. Der er Typ hat auch. Hab den Typen wieder. Komm hier runter. Hat ich halte ihn noch einen Moment aus. Ja, der PT folgt ihm jetzt.
Kommt wieder runter. Hab ihn. Er hatte wieder Zement auf Tasch. Hab den PT. Glaube, aber er hat noch einen. Wo denn? Da drin. In der Base. Auch ein Frogger. Ja, du hast den Typen gelootet. Ich brauche neue Bolas. Ja. Ich gehe wieder rein. Ey, sind in meinem Viech, sind in meinem Viech. Ich nehme aber die Betäubungspfeile. Meinst du, der hat schon wieder ein Bett drin? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja, doch, wir könnten mit einer Granate hier oder zwei die Foundation wegmachen. Der hier wirkt doch eher so, als wüsste er gar nicht, dass hier unsere Cave ist, ne? Oh mein Gott, Digga. Was? Foundy ist weg, man kommt nicht drunter her. Bitte, bitte, bitte. Ja. Er ist offen. Nee, er hat kein Bett, er hat kein Bett. Boah, Frosch jetzt übel nervig mit Hochspringen. Lol, er ist hier, glaube ich. Er hat ihn gewisselt. Der Frosch hat sich bewegt, hab ihn. Ja, ich mach noch die Schwiffis weg und dann ist, glaube ich, gut, oder? Dann würde ich jetzt mal überlegen. Wir haben den ersten Dünger ready und wir haben von ihm Plant X Seeds bekommen. Required Sunlit Location. Hier kann ich nicht bauen, aber warum denn hier? Eine Plant noch hier so richtig? Unterm Turret, ja, ne? Ja, das finde ich gut. So, eine Plant da innen drin, eine hier. Vielleicht müssten wir nochmal einen Trike oder so tamen, damit wir ein bisschen Berries haben. Rockets, sie blowen, sie blowen, sie blowen, sie blowen, sie blowen, sie blowen. Nee, oder? Doch. Rockets, Turret schießt, fängt ab. Ich produziere Ammo. Schmu, 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 schmu. Ich komme, ich komme, ich komme. Sofort. Sofort zurück, Marsch, Marsch.